Ja, es sind alles hier Zeichnungen und Aquarelle von meiner Mutter etwa 1925 und alles ist hier von Malsch. Eine große Besonderheit ist, dass sie nicht nur innerörtlich gemalt hat und gezeichnet, sondern auch außerörtlich, und sie hat dann auch so Industriesachen schon dazu genommen, wie zum Beispiel eine schöne Zeichnung vom Malscher Gaswerk. Wir hatten ja hier schon vor dem Krieg eine Kohlenvergasungsmöglichkeit und damit ein Gaswerk. Auch dieses Haus, das 1932 gebaut wurde, das hatte damals schon Stadtgas von der Gemeinde Malsch. Das ist das Gaswerk. Dann hier eine kleine Holzbrücke über den Federbach 1926. Dann hier ein Bild irgendwo von außerhalb in Malsch, wo ich nicht genau weiß, wahrscheinlich war es in Richtung Bruch. Und dann sehr viele Bilder vom Innerort, hier zum Beispiel.